Ich hatte ja 90% im TMS. Okay, warte mal, was brauche ich jetzt eigentlich wirklich für Punkte in den einzelnen Untertests und wie viele Aufgaben muss ich auch in den einzelnen Untertests richtig lösen, um am Ende dann einen guten Prozentrang zu haben? Und damit hatte ich einen Standardwert von 119. Das heißt also, der Mittelwert lag einfach bei der Hälfte der Aufgaben. Der Prozentrangwert mit 16 von 20 Aufgaben war 99. Okay, muss ich jetzt in allen Untertests 80, 90, 70, 80, 90, 90, 95 haben, um am Ende auf 90 zu kommen? Also ihr seht jetzt gerade 53 und 58 hintereinander. Wie kann man jetzt da auf 90% kommen? 3, 2, 1. Was geht mit Champs? Oder für Leute, die mich noch nicht kennen. Hi, mein Name ist Jonas. Ich studiere momentan im 7. Semester Humanmedizin in Frankfurt. Auf meinem Channel geht es rund um die Themen TMS, Medizinstudium, Medizin. Wenn dich das interessiert, lass doch gerne ein Abo da. Ich komme mir irgendwie so Bescheid bei dem Satz vor, weil ich den so gefühlt schon zum 2000. Mal so gesagt habe. Auf jeden Fall, im heutigen Video soll es wieder um den TMS gehen. Genauer gesagt soll es heute darum gehen, wie viele Punkte braucht man jetzt eigentlich in den einzelnen Untertests, um den und den Prozentrang dann zu erzielen. Ja, ich hatte ja 90% im TMS, no flex an der Stelle. Auf jeden Fall will ich euch mal mein Ergebnis, ich habe hier den magischen Zettel, ja, mit meinem Ergebnis. Ich blende euch das jetzt hier auch mal an der Stelle dann beim jeweiligen Untertest ein. Ich will euch halt sagen, okay, in dem und dem Untertest gibt es ja so und so viele Aufgaben und ich hatte jetzt so und so viele Punkte und den Prozentrangwert und den Standardwert und was hatte ich am Ende für einen Standardwert, damit ihr so einen Anhaltspunkt habt. Okay, warte mal, was brauche ich jetzt eigentlich wirklich für Punkte in den einzelnen Untertests und wie viele Aufgaben muss ich auch in den einzelnen Untertests richtig lösen, um am Ende dann einen guten Prozentrang zu haben oder am Ende auch gut zu sein und nicht, dass du dir denkst, ja okay, ich habe jetzt 16 von 20 Fragen richtig. Ist das jetzt, was ist das jetzt überhaupt? Ist das jetzt gut oder schlecht? Weil das ist nämlich anders als in der Schule, dass man jetzt sagt, okay, ja, wenn du 80% der Aufgaben richtig gelöst hast, dann hast du eine 2. Wenn du 90% richtig hast, hast du ein 1. Das ist im TMS definitiv nicht so, weil der TMS ja ein Test ist, der darauf ausgelegt ist, dass man eben nicht alle Aufgaben lösen kann oder lösen sollte zumindest, damit man noch differenzieren kann. Okay, ja, die eine Person hat so und so viele gelöst, die andere so und so viele. Aber wenn es jetzt irgendwie einen Prozentwert gäbe, zum Beispiel von, wenn jetzt 20% der Leute irgendwie ja, alle Aufgaben richtig machen, dann könnte man ja gar nicht mehr differenzieren, okay, wer war jetzt eigentlich besser, weil man nach oben hin keine Steigerung mehr gäbe, wenn ihr wisst, was ich meine. Also es ist jetzt, man ist deutlich schlechter meistens immer als in der Schule. Ja? Also es ist nicht so, dass man jetzt sagt, wenn man 80% der Aufgaben richtig hat, dann hat man komplett durchrasiert. Nur das jetzt schon mal als Vorspoiler. Auf jeden Fall, genau, will ich euch mit euch jetzt die Aufgaben mal so durchgehen. Ich fange einfach mal, denke ich mal an, der erste Untertest ist ja Muster zuordnen. Muster zuordnen gibt es ja 20 Aufgaben und was ich da hatte, von den 20 Aufgaben hatte ich 16 richtig. Und das ist schon sehr, sehr gut. Damit hatte ich jetzt kommt es nämlich, ja, passt auf, der Prozentrangwert mit 16 von 20 Aufgaben waren 99. Das heißt also, nur 1% der Leute waren besser als ich da. Ja? Und man könnte ja, in der Schule wäre das jetzt zum Beispiel eine 2 gewesen. Nur das schon mal dazu. Im Mittelwert haben die Leute nämlich da auch nur 10,2 Aufgaben gelöst. Das heißt also, der Mittelwert lag einfach bei der Hälfte der Aufgaben. Ja? Ich glaube, das ist nämlich auch das Ziel von den Herstellern vom TMS, dass einfach so der Durchschnitt halt genau die Hälfte der Aufgaben löst. Wenn das ja in der Schule wäre, wäre das ja im Durchschnitt eine 4. Also wenn die Klasse alle, wenn da jeder eine 4 schreibt, ja? Nee, oder sogar noch schlechter. Eine 5, glaube ich, ne? Weil 60% hat man ja in der Schule eine 4. Genau, damit hatte ich einen Standardwert von 119. Auf jeden Fall der zweite Untertest, MedNAT oder medizinisch-naturwissenschaftliches Grundverständnis, Anzahl der gewerteten Aufgaben 20. Ja. Der Mittelwert lag wieder bei 10,9, also wieder ungefähr bei 10, ein bisschen besser. Dann war meine Punktzahl 12. Ja. Ist jetzt nicht so gut, mein Prozentrangwert lag da bei 66, war nicht so ein starker Untertest von mir. Mein Standardwert war bei 103. Einen Standardwert werde ich euch jetzt nicht immer weiter vorlesen, was eigentlich unnötig ist. Nur den Prozentrangwert und dann am Ende, was der Standardwert, ja, der Gesamtstandardwert eben ist, den ihr dann ja auch, der ja dann auch wichtig ist bei der Bewerbung für die, bei Hochschulstart, ja, wo ihr den dann angeben müsst. Und ich glaube, den Prozentrangwert muss man, also ich musste auch den Prozentrangwert angeben. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist. Auf jeden Fall, MedNAT ist halt einfach auch ein Untertest, hatte ich auch schon in anderen Videos angesprochen.
Übrigens auch krank. Also 2 Wochen ist das Video erst oben zum TMS-Lernplan. Check das hier an der Stelle noch ab. Hat schon über 10.000 Klicks. Also hätte ich niemals für möglich gehalten, dass auf dem TMS-Lernplan, dass innerhalb von 2 Wochen das 10.000 Leute sehen können. Also wenn ihr den noch nicht, wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, checkt es mal an der Stelle auf jeden Fall entweder hier irgendwo in der Box ab. Dann, genau, Prozentranwert von 66. Es ist einfach ein Untertest, der nicht so stark trainierbar ist. Ich hatte ja in dem Video schon vorher gesagt, dass ihr euch definitiv mal Physiologie und Pharmakologie-Bücher holen könnt, um da eben einfach, wenn ihr jetzt lange Zeit habt, könnt ihr euch einfach definitiv besser darauf vorbereiten, als wenn man da jetzt komplett unvorbereitet, wenn man da jetzt gar kein, sag ich mal, naturwissenschaftliches, da keine Grundlagen hat. Und wenn man jetzt zum Beispiel schon mal ein bisschen Physiologiekenntnisse hat und Pharmakologiekenntnisse, die Bücher kann ich euch auch gerne nochmal verlinken, und zumindest das Physiologiebuch, den Hick hier drunter. Checkt an der Stelle auch, wenn ihr euch noch keine Bücher geholt habt für den TMS. Ich habe auch ein Video oben zu allen Büchern, die ich benutzt habe für den TMS, weil ich immer wieder die Frage auf Instagram bekomme. Wie hast du es geschafft, so viele Simulationen zu haben? Jonas, du hast ja so viel gelernt. Mir gehen die Aufgaben aus, mir gehen die Aufgaben aus. Ich habe ein Video oben, wie gesagt, wo ich alle Bücher, die ich gehabt habe, euch auch unten drunter verlinkt habe und auch gesagt habe, genau, mit welchen Büchern ich eben gelernt habe. Klar, muss man natürlich vielleicht ein bisschen mehr mal investieren, sage ich jetzt mal so. Man kann aber auch Aufgaben zweimal machen, ne? Ihr müsst jetzt nicht euch dann das 70. Buch holen, wenn es überhaupt gibt, sondern ich habe es auch so gemacht, dass ich dann nach einem Monat ungefähr Aufgaben zweimal gemacht habe. Also wenn ihr da genug Zeitabstände dazwischen lässt, dann geht das definitiv auch. Schlauchfiguren, der nächste Untertest. Wieder halt Anteil der gewerteten Aufgaben 20. Mein Mittelwert lag bei 13, der Mittelwert lag bei 13,7. Und ich hatte 16. Und da war es jetzt tatsächlich so, dass ich da nur einen Prozentrangwert von 74 mit hatte. Aber ja, bei Schlauchfiguren war ich eigentlich beim Trainieren immer sehr gut. Im Testtag war 16 für mich dann tatsächlich noch nicht mal so gut. Weil ich immer beim Üben hatte, immer 18, 19 eigentlich. Und ja, da waren anscheinend auch ganz viele andere gut. Gibt es auch eine gute Technik, wird auch auf jeden Fall auch noch ein Video zu kommen zum Untertest Schlauchfiguren, wie ich dafür gelernt habe. Also 74 ja jetzt nicht schlecht so. Was halt vielleicht auch ganz interessant ist, ihr werdet ja jetzt hier gleich sehen, ich habe ja jetzt gerade vorgelesen, 99, 66, 74. Ich war nämlich in einigen Untertests auch wirklich nicht so stark. Also man denkt jetzt erstmal, okay, muss ich jetzt in allen Untertests 80, 90, 70, 80, 90, 90, 95 haben, um am Ende auf 90 zu kommen. Ihr werdet jetzt gleich noch sehen, was ich da teilweise für Untertests drin gehabt habe, und am Ende bin ich trotzdem auf 90 gekommen. Ja. Also, quantitative und formale Probleme. Da war der Mittelwert nur bei 9,7, also schlechter als die Hälfte aller Punkte. Ich hatte einen Prozentrangwert von 83 da mit 13 gelösten Aufgaben. Ja, in der Schule wäre es eine 3 minus gewesen oder fast eine 4. Hier hat man trotzdem, ist man besser als 83% der Leute. Also bei Mathe, das ist also quantitative und formale Probleme, ist einfach Mathe. Ihr müsst in Mathe auch nicht alle Aufgaben richtig haben, um am Ende da ganz gut abzuschneiden. Ja? Also bei Mathe strugglen halt, seid ihr nicht alleine, wenn ihr das struggelt. Konzentriertes und sorgfältiges Arbeiten war jetzt ein Untertest, bei dem ich immer auch beim Lernen eigentlich ganz gut war oder mich extrem verbessert habe. Aber das ist dann so eine Sache, hatte ich auch schon mal in einem anderen Video angesprochen. Wenn dann irgendein Test kommt, den ihr in der Form noch gar nicht gemacht habt, irgendwie eine Zahlenfolge, die ihr noch so gar nicht gesehen habt, ist immer dann sehr schwierig, sich da anzupassen. Da hatte ich nur 8 von insgesamt 20 möglichen Punkten, und das war auch mein schlechtester Test von allen. Da hatte ich nur einen Prozentrangwert von 53. Ja, also ihr seht schon, und der nächste Untertest ist nämlich auch nicht viel besser, Textverständnis. Da hatte ich 11 von 18 Punkten und nur einen Prozentrangwert von 58. Also ihr seht jetzt gerade 53 und 58 hintereinander. Wie kann man jetzt da auf 90% kommen? Fragt ihr euch wahrscheinlich jetzt auch schon. Es geht. So, nächster Untertest. Figuren lernen. So, das ist natürlich jetzt die Test, wo ich halt sehr stark war. Wo ich auch immer wieder sage, da könnt ihr extrem gut für lernen. Da empfehle ich auch immer, dass man da sich echt gut drauf vorbereitet und da sehr viel lernt, weil ja, man da einfach so viel rausholen kann, auch von nichts. Wenn man da nicht viel lernt, kann man extrem schlecht sein. Wenn man dafür lernt, kann man da extrem gut sein. Da habe ich tatsächlich auf einen Prozentrangwert von 99 geschafft, mit 18 von 20 erreichten Punkten. Also da gibt es halt sehr gute Techniken. Ich habe ja ein Video da schon zu oben, zu Figuren lernen, wie ich da vorgegangen bin. Ja, check das auf jeden Fall an der Stelle mal ab. Das gleiche gilt für Fakten lernen.
Ja, Faktenlernen hatte ich jetzt sogar einen Prozentrangwert von 100. Also ihr seht gerade 99 und 100 hintereinander. Das knallt natürlich euren Schnitt nach oben. Und ich hatte auch eine Punktzahl von 20 von 20 Punkten. Also ich hatte volle Punktzahl. Und das wäre natürlich niemals möglich gewesen, wenn ich nicht diese Technik angewendet habe, die ich euch hier, ich kann es euch auch nochmal hier verlinken, das Video, die ich benutzt habe eben für Faktenlernen. Sehr, sehr gut trainierbarer Untertest. Ja, wenn man dann nichts für trainiert, wird man sehr reinscheißen. Was war das gerade für ein Deutsch? Sehr reinscheißen. Sehr schlecht sein. Auf jeden Fall, wenn man da was für lernt, dann kann man da definitiv ganz, also richtig gut abgehen. So dann, denn mit dieser Technik, Chuck Wiesel. Der nächste Untertest, Diagramme und Tabellen. Da hatte ich jetzt nur einen Prozentrangwert von 66. Ja. Also ihr seht schon hier 66, 58, 53, nochmal oben 66. Ihr müsst nicht überall durchrasieren, so, damit ihr am Ende hier oben seid. Ich dachte auch mal vorm TMS beim Lernen, ja, okay, vielleicht 80% kann ich schaffen, aber ich werde ja niemals bei jedem Untertest jetzt so mega gut sein. Müsst ihr auch nicht. Wenn ihr so Untertests dabei habt wie Figuren und Fakten lernen, wo ihr besser seid als die alle anderen, dann zieht das euren Schnitt extrem nach oben. Also lernt für diese scheiß Untertests. Muss ich einfach mal auch mit der Sprache an euch weitergeben. Da hatte ich jetzt 13 von 20 möglichen Punkten. Ja, ist jetzt nicht so schlecht, aber hat nur einen Prozentrangwert von 66 gegeben. Auch nicht so ein mega nice trainierbarer Untertest. Gerade am Ende ist es eben so bei Diagrammen und Tabellen, dass man mir ging einfach wirklich die Puste aus. Und deswegen hatte ich auch in dem Lernplan-Video schon angesprochen. Freunde, macht es so, dass ihr in der richtigen Reihenfolge die Untertests übt, damit ihr auch ein Gefühl dafür bekommt, wie exhausted, wie erschöpft man ist am Ende, wenn man Diagramme und Tabellen noch macht, wenn man schon 5 Stunden Testzeit hinter sich hat. Also ich war nur noch so, wann ist jetzt hier vorbei? Und ich konnte, weil Diagramme und Tabellen habt ihr auch immer so, schon immer so, ja, ihr müsst halt einfach was verstehen. Ihr habt immer so eine ganze Seite, wo so ein bisschen Text steht und irgendwelche Diagramme und man muss halt so richtig analytisch quasi denken, so ein bisschen. Und das ist halt echt sehr, ja, das raubt sehr viel Konzentration. Dafür war 13 von 20 Punkten eigentlich gar nicht so schlecht, aber da waren anscheinend irgendwie die anderen alle relativ gut. 66% ist natürlich jetzt nicht extrem stark. So, was ist jetzt dabei rumgekommen? Ich habe jetzt die ganzen Untertests, bin ich jetzt mit euch durchgegangen, aber euch interessiert ja jetzt, was genau dabei rumgekommen ist. Eine Punktzahl von maximal möglichen Punkten 178 hatte ich 127 Punkte. Die maximale Punktzahl lag bei 164 von 178 Punkten. Mashallah, Props auf jeden Fall an den Typen, der das geschafft hat. 164 von 178 Punkten. Das ist stark. Und mein Prozentrangwert lag dann bei 90. Und ich hatte einen Standardwert von 113, was einem Notenäquivalent von 1,2 entspricht. Also, ja, ihr seht, ich habe Untertests. Ich lese euch gerade nur noch mal die schlechteren Untertests vor, wie viele es vor allem sind. Diagramm und Tabelle 66, Textverständnis 58, konzentriertes und sorgfältiges Arbeiten 53%, ja, Metnat 66%, Schlauchfiguren auch nur 74%. Ich war eigentlich überall unter 90, ne? Ich hatte nur Figuren und Faktenlernen halt auf 199 und ich hatte auch Musterzuordnen auf 99. Und ich war bei den anderen alle unter 90. Ich war nicht die ganze Zeit hier, okay, 91%, 85%, 92%, 87%. Nee, ich war eigentlich überall schlechter. Ich hatte nur drei Disziplinen, wo ich richtig abgegangen bin. Und dadurch bin ich auf 90 gekommen. Also für die Tests, die trainierbar sind, da müsst ihr euch den Arsch aufreißen, damit ihr da besser seid als jeder andere. Und dann zieht euch das nach oben. Und wenn ihr da mal Mathe schlecht seid oder so, ist es auch dann nicht so schlimm, ne? Also, ich hoffe, ich konnte euch da einen ganz nicen Einblick geben. Es werden auf jeden Fall einige weitere Videos noch zum TMS folgen. Gerade zu den einzelnen Untertests, wo man bei denen dann vorgehen sollte. Ich hoffe, ich konnte euch, ich glaube, habe ich gerade schon gesagt, oder? Beste Leben. Ich glaube, ich sage einfach Tschüss, wir sehen uns nächste Woche am Mittwoch. Lasst einen lieben Kommentar da, lasst ein Like da. Peace out. Lieben Kommentar wahrscheinlich. Einen geilen Kommentar, Mann.